Dann lese mir doch mal, was der gute Moses so von sich gibt. Hey Max, sorry, dass es so kurzfristig ist, aber ich bin unentschieden, was Vince Halloween Party angeht. Oh nein, Moses, ist alles okay? Ja, Safi und ich waren letztes Jahr da und es war klasse. Aber ich habe es mit dem Feiern etwas übertrieben. Sagen wir einfach, ich war Tetsuo und Vince Wohnung war Neo Tokyo. Das ist ein Bezug auf ein Anime, oder? Maxine Coffee, du bringst mich noch um. War ein Scherz. Jeder hat doch Akira gesehen. Ich nicht. Was ist Akira? Das will ich hoffen. Wenn du deine Meinung zur Party änderst, sag Bescheid. Und wenn es weiter ein Nein ist, kann ich dir etwas mitbringen aus Neo Osaka? Max, bitte, die Wunde ist noch frisch. Yo, Max. Safi hat mir vorhin getextet und meinte, ihr seid immer noch verkatert von Halloween. Ja, meine Decke hat vor einer Stunde endlich aufgehört, sich zu drehen. Was für ein Morgen. Max, es ist fast 13 Uhr. Moses, bitte beschäm mich nicht für mein Trinken. Klar, sorry, ich wollte nur wissen, ob ihr eine Mitfahrgelegenheit zur Snapping Turtle braucht. Also Turtle heißt hier die Bar wahrscheinlich. Ich hatte auch keinen Mittag und dachte, ihr könntet Gesellschaft brauchen. Oh mein Gott, du bist ein Heiliger. Was passt, da es alle Heiligen ist? Das war gestern. Die Woche von Allerheiligen dann halt. Ich sehe dich bald. Es ist der zweite Freitag des Monats, Max. Yep, das ist es. Moses, was habe ich vergessen? Mana Massive schon wieder. Oh Scheiße, das ist heute? Das ist es, jeden Monat. Wenn du es nicht spielen willst, ist das okay, ich verstehe es. Aber ich will, dass du es mir persönlich und ins Gesicht sagst, dass du nicht spielen willst. Du weißt, über solche Willenskraft verfüge ich nicht. Ich habe gerade genug, um morgens Kaffee zu machen. In Ordnung, dann sind es wieder nur ich und Diamond. Diamond spielt gerne, weil es Spaß macht. Tu nur nicht überrascht, wenn ich es nächsten Monat wieder anspreche, okay? Auch durch Schuldgefühle bringst du mich nicht zum Spielen deines Sammelkartenspiels, Moses. Ich hoffe, wir können das spielen. Das sagst du jetzt, aber ich spüre jetzt schon die Unklarheit in deinen Nachrichten. Ich sag ja, meine Willenskraft ist nicht mehr das, was sie mal war. Kommst du noch zum Filmabend oder nicht? Entschuldige, Moses, ich hinke mit dem Benoten hinterher. Aha, verstehe schon. Hey, was soll das heißen? Es soll heißen, dass dies das zweite Mal ist, dass etwas dazwischen kommt, wenn Safi den Film auswählt. Was? Das ist Zufall. Tatsächlich ist es genau das, was Zufall bedeutet. Hör mal. Wenn ich die Dummheit von Brain Bucket 2 erleiden muss, dann tue ich es nicht ohne Unterstützung. Moment mal, Brain Bucket 2 war meine Wahl. Nun, mein Argument gilt trotzdem. Ich glaube immer noch nicht, dass dir Brain Bucket 2 nicht gefallen hat. Beim Filmabend geht es nicht darum, Spaß zu haben, Max. Es geht darum, Spaß zu haben und deine Freunde dabei leiden zu lassen. Ist das ein Zitat von Orson Welles? Jo, bleibst du über die Feiertage auf dem Campus? Ja, brauchst du jemanden, der auf dein Labor aufpasst? Warum steht da keine Uhrzeit dran? Ich komme ein bisschen durcheinander. Ich weiß ja, wenn du das nicht tust. Unsere Geräte sind zerbrechlich. Hey, ich bin Fotografin. Ich arbeite mit mehr zerbrechlichen Geräten als die meisten anderen Berufe. Also, ich wollte nur sicher gehen, dass es dir so fernab von zu Hause gut geht und so. Ich komme klar. Ich bin schon oft allein gewesen und das Safi ist ja hier. Das ist sie. Sie kann echt lieb sein. Ich denke, ihr seid gut füreinander. Ich denke, das trifft auf uns alle drei zu. Hast du Zeit für einen Happen in der Snapping Turtle? Ich muss mich aufregen. Für dich immer. Ich kann mich nicht erinnern, wann du dich das letzte Mal aufgeregt hast. Nun, Safi antwortet nicht. Ah ja, Plan C für Caulfield. Ich bin gern die zweite Wahl. Willst du rumhängen oder nicht? Ja, ich verarsche dich nur. Worum geht es bei dem Aufregen? Das neue Teleskop, das ich bestellt habe, mit Geld der Uni, ist im Lieferrückstand. Verdammt, das ist scheiße. Das ist es. Es war nicht im Lieferrückstand, als ich es bestellt habe. Ich wollte es für meine Studenten für die Klausuren aufbauen. Okay, ja, ich verstehe, warum dir das unter die Haut geht. Danke, Max. Ich sehe dich gleich in der Turtle an unserem Tisch. Hey, sag Bescheid, wenn dein super geheimes Fotoshooting vorbei ist. Dann kann ich mich mit dir und Safi treffen. Moses, wenn es super geheim ist, kannst du es nicht in einer SMS erwähnen. Max, es sind Fotos. Ich nehme an, von Safi? Wir brechen hier nicht kurz in Bletchley Park. Das heißt, das weißt du nicht. Es könnte Bletchley Park sein. Klar, selber Tisch wie immer. Selber Tisch. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Ich bringe meinen Decoder. Okay,
Der Moses ist wohl einer der Best Friends hier von den beiden, von Safi und von Maxine. Und Safi. Oh, wir haben jede Menge von Safi. Es tut mir leid, dass es jetzt hier zur Lesestunde wird, aber wir müssen das tun. Ich muss. Es tut mir leid, ich muss. Safi, ich will da nicht drängeln, aber so, was? Oder so, aber Halloween ist in 3 Tagen. Ziehen wir das mit dem Kostüm durch oder nicht? Lustig, heute ist Halloween. Also hier in Real Life. Heute ist Halloween, 31.10. Funny. Mir ist egal, ob wir Wins Kostümwettbewerb gewinnen, aber mir ist nicht egal, ob unser Kostüm seins in den Schatten stellt. Ja, sorry, ich muss nur noch eine Sache kaufen und dann haben wir alles. Na dann Tempo, das ist mir sehr wichtig. Und das solltest dir auch. Du und ich haben sehr unterschiedliche Auffassungen davon, wie wichtig Halloween ist. Und das sage ich als Fan von Horror und Blut. Hup, hup, Max, dein Streitwagen ist hier. Ich brauche nur noch was? Sechs? Was? Ich brauche nur noch eine Sechs. Ich bin wahrscheinlich zu alt dafür. Ich verstehe das nicht. Das waren jetzt 5 Minuten. Das zählt kaum als ein Sex. Komme. Ich glaub's, wenn ich sehe. Okay, ich glaube, ich habe mich fast an Halloween erholt. Wie hältst du dich? Ich würde sagen, dass ich jetzt weiß, wie sich die Untoten fühlen. Aber ich glaube, selbst die sind besser dran als ich. Gleichfalls, Kollege. Wie steht's damit? Wenn dich das Tageslicht nicht in Staub verwandelt, trifft mich der Turtle für das fettigste Frühstück der Welt und die größten Bloody Marys, die Amanda mixen kann. Ich pelle mich aus dem Bett und sag dir dann Bescheid. Gute Idee. Sagen wir stattdessen Brunch. Scheiß drauf, Mittagessen, das kann auch fettig sein. Gott, das ist die beste Idee, die je jemand hatte. Ich weiß, es ist ein Schultag, aber hast du Zeit für dich für Drinks mit deiner liebsten Dichterin zu treffen? Klar, ich muss nur noch ein paar Noten eintragen, was ich bis auf die letzte Sekunde rausgeschoben habe. Sie ist jetzt selber Lehrerin? Das habe ich jetzt erst gecheckt. Das sind alles Lehrer selber. Interessant. Okay, cool. Ja, ich hoffe, ich kann Noten verteilen später. Ich gebe allen Sechsen. Cool, ich habe Manuskriptentwurf Final diesmal wirklich Version 4 vor 12 Minuten fertiggestellt. Und von dem ganzen Adrenalin wird mir noch schlecht. Glückwunsch, Safi. Etwas zu tun fühlt sich nie besser an, als es erledigt zu haben. Danke, Max. Ich habe jetzt vielleicht eine Sehnscheidentzündung, aber ich kann meinen Ellbogen noch bewegen, wie man es heute so sagt. Die ersten 2 Runden gehen auf mich. Kann ich Moses einladen? Dem texte ich als nächstes. Zwei Dumme und sofort. Sorry, war in den Nachrichten kurz verschollen. Ich denke über meinen Finalentwurf nach und ob ich noch einen finaleren Entwurf brauche. Ich kann mich deswegen kaum auf die Arbeit meiner Studenten konzentrieren. Du bist eine großartige Schriftstellerin, Safi. Geh nicht zu hart mit dir selbst ins Gericht. Leichter gesagt als getan. Lass ihn für ein paar Tage in Ruhe. Weißt du, dass das die längsten ein paar Tage meines Lebens sein werden? Ich weiß, denk an die Geschichten, die du auf deiner glorreichen Buchtournee erzählen kannst, wenn es erstmal veröffentlicht ist. Scheiße, ich hasse es, wenn du recht hast. Hey, ich will kein Stalker sein, aber warst du vor 30 Minuten in der Turtle? War ich. Bin ich immer noch. Oh, ich dachte, du fährst für Thanksgiving nach Hause. Oh, ja, keine unvernünftige Annahme. Ich möchte bloß nicht von meinen Eltern ausgequetscht werden, wenn sie mit Enkelkindern rechnen können. Und warum sie bis jetzt noch keine haben. Oh, graus. Es ist viel leichter, sie von mehreren tausend Kilometern entfernt zu enttäuschen. Meinst du, ich enttäusche. Was? Wo bin ich? Meinst du, ich enttäusche mal die ganze Zeit von Angesicht zu Angesicht? Dieses die ganze Zeit Kleinschreiben verwirrt mich. Oder? Alter, Nomen werden groß geschrieben, verdammt. Du bist eine Lehrerin. Mach das richtig. Ist eine meiner besten Eigenschaften. Eine von vielen. Und das ist die Überführung hierzu. Wenn du diese Enttäuschung in Hochauflösung erleben willst, komm zu Thanksgiving zu uns. Ich weiß, Ma hätte dich gern dabei und ich auch. Das ist wirklich lieb, Safi. Hey, ich tue es nur damit sie jemand anderen wegen nicht existenter Enkelkinder nerven kann. Ha, vielleicht lerne ich dabei neue Ablenkungsmanöver, die ich auf meinen Eltern anwenden kann. Das ist die richtige Einstellung. Hey, kann ich dich kurz wegen was nerven? Mein Buch ist fertig. Ich habe nichts außer Freizeit, außerhalb meiner Kurse natürlich. Cool. Ich wollte schon seit einiger Zeit Fotos an verlassenen Orten für eine neue Reihe, die ich plane, schießen. Oder zumindest, um wieder warm zu werden. Ich habe wegen Unterrichten kaum fotografiert. Woran hast du gedacht?
Das ist es ja. Ich hatte gehofft, dass du Vorschläge hast. Ich bin so froh, dass du gefragt hast. Treffen wir uns später in der Turtle? Ich bringe eine ganze Liste mit. Geht klar. Danke, Safi. Wann treffen wir uns fürs Fotoshooting? Wie klingt 13:30? So, 13:30. Sorry, 13:30 passt. Muss ich was mitbringen? Nur deine gewinnende Persönlichkeit und vielleicht Adleraugen. Aber die schlechten Witze kannst du zu Hause lassen. Danke. Keine Chance, die schlechten Witze sind jetzt ein Teil von mir. Der Professor meinte, das Experiment kann nicht rückgängig gemacht werden. Safi, bitte. Okay, aber nur dieses eine Mal, nur weil ich dich mag. Wer ist Jasmin? Jasmin. Jasmin? Sagt mir nichts. Auch nicht aus den alten Teilen. Hallo Maxine, willkommen an der Caledon Universität. Ich bin Dr. Jasmin Fayad. Wir haben uns am Telefon unterhalten. Das hier ist bloß ein Zusatz. Ich weiß, alle freuen sich sehr darauf, dich kennenzulernen und zu erleben, was du zu bieten hast. Ich hoffe, dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Das tut es. Ich kann Ihnen nicht genug für diese unglaubliche Gelegenheit danken, Dr. Fayad. Kein Grund, so formal zu sein, Maxine. Du kannst mich Jasmin nennen. Ich bin nur Dr. Fayad, wenn ich Spenden sammle. Prinzessin Jasmin, bitte. Na dann, danke sehr, Jasmin. Hallo, Maxine. Jasmin hier. Ich nehme an, dass du dich gut einlebst und Studenten wie Fakultät dich gut behandeln. Das tue ich. Und danke. Der Campus ist wirklich wunderschön und ich kann es kaum abwarten, seine Schönheit auf Film einzufangen. Allein und mit meinen Studenten. Wunderbar. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die sich auf deine Arbeit hier in Caledon freut. Caledon? Ja, wahrscheinlich Caledon. Saphir hat mir heute beim Mittagessen erzählt, dass ihr zwei blendend miteinander auskommt. Nun, sie hat einen unflätigen Ausdruck dafür benutzt, aber das war der Kern. Ach, das ist die Mutter. Das ist die Mutter von Safi. Saphir. Sie war in letzter Zeit eher reserviert und es ist bemerkenswert, dass sie durch deinen Einfluss wieder mehr ihr altes Selbst ist. Ihre Tochter ist großartig, Jasmin. Es ist lange her, seit ich jemanden kennengelernt habe, der so interessant und geistreich ist wie Safi. Wenn überhaupt, muss ich mich bei Ihnen bedanken. Das weiß ich zu schätzen, Maxine. Es bedeutet mir sehr viel. Hi, Maxine. Ich wollte mich dafür bedanken, dass du deine Werke dieses Wochenende im Gebäude für bildende Künste ausgestellt hast. Elternwochenende ist immer ein großes Ereignis und alle haben von deiner Fotografie geschwärmt. Du bist eine Bereicherung für unsere bescheidene Institution. Wir haben von den Besten gelernt. Von einem Mark Jefferson. Ich hoffe sehr, dass das irgendwie zur Sprache kommt. Das Thema Jefferson. Gern geschehen. Ich weiß nie, wie Leute auf meine Kunst reagieren werden. Also freut es mich zu hören, dass es so ein Erfolg war. Ich bin nicht überrascht. Ich wusste, dass sie es lieben werden. Hi Maxine, ich entschuldige mich, falls das hier zu direkt ist, aber Safia deutete an, dass du dieses Thanksgiving vielleicht nicht zu deinen Eltern fährst. Ich weiß, dass Reisen zu den Feiertagen einen in den Wahnsinn treiben kann, und ich wollte dich einladen, mit Safia und mir Abend zu essen. Es ist nicht wirklich ein Feiertag, den wir je gefeiert haben, aber so oder so widerstrebt es mir, dass du allein bist, und ich weiß, sie sieht das auch so. Vielen Dank, Jasmine. Ich bin im Moment etwas erkältet. Wenn ich mich bis Donnerstag besser fühle, sage ich Ihnen Bescheid. Natürlich, hoffentlich bist du bald wieder gesund. Das waren alle Nachrichten. Crosstalk machen wir nächstes Mal. Crosstalk mache ich später. Ich will mich erstmal umsehen und die Zeit zurückdrehen. Keep forgetting. No more back to start for me. Oh doch, irgendwann bestimmt, oder? Irgendwann doch bestimmt. Kann man sich hier Sachen angucken? Safi angucken. Sophie is too excited about my social life. Kann man mit ihr reden oder? Why are you talking to me? Talk to her. Okay. Okay. Sorry. Vielleicht This stehe ich place ja eher has auf dich, Amanda written Safi. all over it. So, mit Amanda reden, Bühne ansehen. Sophie says the bands that play here are small, but have heart. I'm not sure if that's a compliment. Das sieht echt cool aus mit dem Graffiti da hinten. Da hinten sind noch Sachen, die wir lesen können. Handgeschriebene Notiz. I admire commitment to a bit as much as the next girl, but the bit here is just confusing. An die Arschlöcher, die ständig die Bilder umdrehen. Hört auf, die Kunst anderer zu ruinieren. Amanda. Stimmt. Sieht cool aus. Stammeskünstler im Blickpunkt. Got
gotta love any piece that can make a snowy tree look somehow cozy. Hm. Herzwald 1. Balsamtanne, Aquarell auf Papier. Wunderschön. Who just does this? Bild ist einfach umgedreht. Herzwald 2. Gelbbirke, Aquarell auf Papier. Und? Gosh, these are really beautiful. Caledon doesn't have a monopoly on Lakeport's artistic genius, I guess. Caledon also, ja, okay. Herzwald 3, Roteiche, Aquarell auf Papier. Wunderschön. Reparieren. Ist doch schon viel besser so. Gotta love any piece. Should I feel bad that I kinda liked it better upside down? Was? Warum? So, die kann man sich nicht angucken, die Leute. Man kann nicht mit denen reden. Mal gucken. Was gibt's denn hier so? Wir müssen uns natürlich jeden Winkel anschauen. Ich meine, man kann überall Fotos machen wahrscheinlich. Reggie und Diamond. I'm about to fly off the handle here. What does that even mean? I'm at my limit. I'm speaking English here. Wovon reden die? Diamond and Reggie came to a few of my seminars, but I've never seen them hanging out before. Aha. Dann reden wir doch mal mit denen. How do you do, fellow kids? Was sind die Pläne so für heute? What brings you two to the turtle tonight? Fearless leader put us on duty. Oh, that's right. Must be exciting, being in a secret society. Yeah, very exciting. Join the Abraxas Society, where you too can become a prestigious artist. And hang posters for Vin's party. You'd think he'd have freshmen for that. So, why do people join Abraxas? It just sounds like a lot of stress. The only thing worse than being in Abraxas is not being in Abraxas. If you want any recognition at all. It didn't used to be this way. It used to be about activism and creating art that matters. Now it's mostly for networking and worshiping Vin Lang, the president. Sounds like a bummer. Mega kacke. Well, good luck, you guys. Erinnert mich so ein bisschen an den Vortex Club. Okay, was ist das hier? Suppenumfrage. No way. The soup future is in my hands. Was? Suppenumfrage. Nächste Woche gibt es senegalesische Erdnusssuppe oder Muschelsuppe im Stil von New England. Oh. Können wir das? Oh, abstimmen. Nah, ich mag keine Muscheln. Erdnuss ist geil. Never been able to say no to a good lagoon. Tut mir leid, liebe Muscheln, aber ich mag Erdnüsse lieber. Tut mir leid für alle, die Erdnussallergien haben. So, echt cool hier. Filmposter. Hell yeah, Diamond. Way to go. Das letzte Mal, dass ich sie sah. Skript und Regie Diamond Washington. Gewinner für bester Film der Hochschulfilmgesellschaft. Cool. Das sieht echt cool aus. Alles so Künstler hier. Junge, dieses Wandbild. Wie sieht's denn draußen aus? Sieht aus wie Schnee. Wer bist du denn? Oh mein Gott, ich dachte gerade, du bist der Sohn von Mr. Jefferson. Go-Spiel. One day, I'd like to play Go with Moses and Sophie. Just have to learn the game first. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne die Regeln nicht, glaube ich. Collage-Kunstwerk. Let's turn this frown right side up. Ist ja auch umgedreht, wer macht denn sowas? Das göttliche Feminine. Eliasha Torres. Ja, komm, reparieren. Wir reparieren hier alles. Was steht denn da? Product, product, product.
product. Hm. Unsterbliche Alien Barbie. 5 Marken, die beim bewussten Konsum helfen. Produkt, Produkt, Produkt gleich körperliche Selbstbestimmung. Das göttliche Feminine. Eliasha Torres. Schön. Gefällt mir so besser. Glaube ich. Alter, bist du irgendwie verwandt mit einem gewissen Herrn Jefferson? Bist du Jeffers Sohn? Sorry. Polaroid. I thought I was Caladon's resident Polaroid taker. Clearly someone else has taken the plunge. Was ist das denn? Ah, undergrads. Oh. Okay. Nehmen wir mit. Kann man denen das geben? Was ist denn mit dir los? Boah, ist schön. Da haben wir uns einen coolen Ort ausgesucht, glaube ich. Diamond und Reggie came to a few of my seminars. Okay. But I've never seen them hanging out before. Nicht schlimm. Ich dachte, wir können ihnen das Foto zeigen. Mitgliedsliste. Good beer, good ethics. What else could you ask for? Nichts. Guten Wodka. Snapping Turtle. Die Snapping Turtle ist Eigentum von Mitgliedern und wird demokratisch von einem gewählten Vorstand verwaltet. Wir glauben an Bier, Kunst, Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen. Du musst kein Mitgliedbesitzer oder Snapping Turtle sein, um das zu genießen, was wir anbieten. Doch uns zu unterstützen bedeutet, dass du die Kunst und eine faire und gerechte Lebensart unterstützt. Das ist fair. Ich arbeite also nicht hier. So, mit Amanda rede ich als letztes. Empfehlung der Angestellten. Amanda recommends Misery Cult, huh? I can work with that. Was steht da? Die Angestellten der Snapping Turtle empfehlen. Die neueste Staffel von Dämonenflüsterer. Sadie, Braumeisterin. Unser neues Käsesandwich mit grünem Apfel. Teddy, Koch. Misery Cult, Album der gleichnamigen Band von 99. Amanda, Barkeeper. Wilder Beasts Than These von Professor Lucas Calmonero. Iliana Mitglied und Schrägstrich Besitzer. Okay. Iliana. Mhm. Alter, diese Bilder hier, diese Graffitos. Schon wieder reparieren, Robotergemälde. If Amanda's note is anything to go by, this canvas placement isn't part of the artist's vision. Das reparieren wir erstmal. Und dann lesen wir. Warum tut das jemand? Kunstrestauration. Trophäe. Gut gemacht. In peace, my friend. Maschinenstillstand von Orphi Wu. Oh, ist cool. So ein Roboter in so einem Blumenfeld. Dieser Hund. Sehr coole Sachen hier. Kann ich auch raus? Kann ich nicht. Doktorand. Ah, yes. The telltale signs of a 10-coffee all-nighter. Oh ja. So, auf Klo kann ich auch. Um mich ein bisschen abzureagieren. Falls mir zu viel wird. Okay, ich glaube, wir haben soweit alles uns angesehen. Wir könnten jetzt mit Amanda reden. Können wir nicht. Kuhschädel. Ye? And I cannot stress this enough. Oh. Junge. Die schlimmsten Anmachsprüche. Oh ja, das muss ich lesen. To get on the bad pickup line board. I wonder if anyone here knows any good ones I could borrow. Das werde ich gleich mal lesen. Mal gucken. Schlimmste Anmache der Woche. Erstens. Oder erster. Du musst der wahre Grund für die Erderwärmung sein. Zweiter Platz. Ich bin so schlecht im Bett. Das musst du erlebt haben. Dritter. Hast du Wasser in deinen Beinen, weil meine Wünschelrute ausschlägt? Wow. Das... Wow, das war hart. I should be able to break the ice now. Not that having more to talk about or more pickup lines for her chalkboard ever hurts. Damit willst du das Eis brechen? Bitte nicht. Zapfhähne. Amanda probably knows which beer is actually good. I could ask her.
Bestimmt. I should be able to break the ice now. Not that having more to talk ja, about bitte. Or more pickup lines for her chalkboard. Da hängt noch was. Da hängt noch ein Bild. Familienfoto. Jeez, Amanda has a huge family. Wonder what that's like. Die Familie Thomas beim Wandern in Leerbrook Falls. All right, I have a handful of topics. I am completely and totally prepared to talk to Amanda like a normal human being. Oh, cool. Though I could always get more pickup line ideas. Ja, ich weiß nicht, ob wir diese Pickup Lines nutzen sollten. Was ich gerne gucken würde, Crosstalk. Was haben wir denn hier? Mein Feed. Okay, nur zur Info, es gibt vollständigen Postanzeigen. Oh mein Gott. Ah. Warte, kann ich den irgendwie still... Okay, Moment, was? Nur zur Info, es gibt viel in der Welt, was man mit einem guten Freund durchziehen kann, der einen nicht verpetzt. Okay. Boah, das ist verdammt viel. Das werde ich mir mal in Ruhe anschauen. Aber die Dinger würde ich mir gerne reinziehen. Ja, Abraxas Gesellschaft. Wieder Sonntag? Bedrückt dich die Langeweile? Was passiert? The Abraxas is a student society. They do performance art. Which, as far as I can tell, just means juvenile pranks. Was passiert vor dem Chemielabor? Präsentiert von der Abraxas Gesellschaft. Ron, Reggie, Leute, ist das Pisse? Ich glaube, das ist Limonade. Um Gottes Willen, ich will es nur zu meiner Klausur schaffen. Man kann es nicht mal lesen. Ich schätze, man kann es vom Weltall aus lesen. Was? Hier steht so viel. Die Anmeldung und Amanda schreibt, die Anmeldungen für den Open Mic Abend sind dürftig, Leute. Meldet euch oder ich muss den ganzen Abend Vögelwitze erzählen. Echt? Ein ganzer Abend mit diesem Ding da? Nein, aber sie hat einen ganzen Vortrag über Entenpenisse. Du willst nicht von den Entenpenissen hören. Lass hören. Vögelwitze sind tierisch lustig. Alter. Diamond. Das ist die, die an dem Tisch saß, ne? Glückwunsch zum 27. an meiner größten Fans. An einen meiner größten Fans. Meine Schwester Gladys. Du bist jetzt offiziell alt. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Weisheit dir das Alter gebracht hat. Okay, das ist natürlich alles schön und gut. Gwen? Kennen wir die? Ich will eigentlich nur wissen, ob ich einen von denen kenne. Joyce. Joyce seems like she's thriving. Seit ich in Rente gegangen bin, kommt mir Alleinleben einsam vor. Also pflege ich jetzt Kätzchen. Willkommen in der Price-Familie. Pfanne, Wok, Grill und Topf. Wieso, was ist mit Dingens passiert? Wie hieß er nochmal? Ihr Mann. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ist schon so lange her. Vanessa schreibt, so süß, aber macht sich bereit, überall im Haus Überraschungen zu finden, während sie lernen, das Katzenklo zu benutzen. Oh, das habe ich mit Bongo schon durchgemacht. Seit ihm hatte ich keine Katze mehr. Er war ein guter Junge. Vielleicht kann ich Ryan überzeugen, dass wir in der Rente auch Katzen pflegen sollten. Bongo, sagt mir auch was. Haben wir nicht das Grab gesehen im Garten? Loretta. Freue mich zu verkünden, dass die neueste Episode von Get a Clue. Okay. Moses, Fun Fact über die Geminiden heute Nacht. Okay. Reggie. Okay, ich mache alles mal auf, ne? What a bunch of dorks. Noch ein Fun Fact. Okay, das ist... Ich muss das alles mal lesen, aber jetzt in der einen Folge, das ist übertrieben. Das ist zu übertrieben, Leute. Victoria J. Okay, das muss ich gleich lesen. Safi, nur zur Info, es gibt viel in der Welt, was man mit einem guten Freund durchziehen kann, der einen nicht verpetzt. Sind das nicht Sachen, die ich hier oben auch überall drin stehen habe? In meinem Feed? Im Main Feed. Ah, okay. Nicht mein Feed. Moment. So. Okay, ich mache alles mal so, dass das weg ist. Great eye, Reggie. Oh, schönes Foto. Das sieht super aus, Kumpel. Ja. Safi. Einige von euch wissen nicht, wann man aufhören sollte. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt. So, Victoria Chase. Ein Traum wurde wahr. Ich durfte Montserrat Andino für Gaze fotografieren. Den Rest der Fotos gibt es in der Januar-Ausgabe zu sehen. Kyra.
Wick, das ist so gut. Hast du dir das Konzept selbst ausgedacht? Ja, der Wasserfall war eine Herausforderung, aber Montserrat war wundervoll. Madeline schreibt, wunderschön, wenn du noch doch nur Fotoshootings in Seattle hättest. Danke, Mama. Und ich bringe dieses Weihnachten meine Kamera mit. Ist sie das selber? Victoria Chase. Diese Ziege. Die war ganz okay. Win. Das Erste, was ich morgens im Mund haben will. Kaffee. Und die Mutter von Safi. Zukünftige Erstsemester, ihr habt bis zum Ende des Monats, um eure Bewerbung für Caledon einzureichen. Wir freuen uns darauf, euch hier willkommen zu heißen. Kann ich hier auch durchklicken einmal? Nebula-Reihe, Entropie, abgetreten. Ach, das sind die Fotos, die ich gemacht habe. Ach so. Ach, cool. Hier ist noch was von Thalia. Ein Buch bestellt. So, wenn was Neues dazukommt, lesen wir das natürlich. So, und das war's, ne? Sorry, aber man muss das alles machen. Wir hatten ja im ersten Teil auch dieses Tagebuch und ich habe es geliebt, das zu lesen. Es hat natürlich jede Menge Zeit in Anspruch genommen, aber das war's wert. So, Amanda erstmal angucken. Just talk to her, Max. You know how to talk. Usually. Wir sprechen mit ihr. Busy night. Oh, Julie called off, so I haven't gotten a single break all shift. My bladder's about to explode. Go pee. You can talk to me later. It's a fabulous idea. Don't go anywhere. Wow. Was war das? That's the third glass this week, Reggie. I got this. Bathroom. Now. You are a literal angel. I owe you. Oder wir drehen einfach die Zeit zurück. Dann kann das nicht passieren. Out of the way, freshman. Alter. Okay, wir sollen das also aufräumen. Reggie's lucky I'm not gonna make him sweep up the glass. Mensch, Reggie. Glasscherben. Mercury must be in retrograde. Ich versuch's nochmal. I need to stop doing that. Rewind is long gone. Irgendwann, meine liebe Max, irgendwann. Aufhegen. Come here, my sharp little friends. Nochmal mit Amanda reden. Hey, photography's a tough industry. So. Wir haben jede Menge Gesprächsstoff. Next time, remember. Class goes on the table. Ja, vielleicht ist die Amanda aber auch cool. Wir reden mal mit ihr. So, Amanda. Pass mal auf. Oh, my bladder thanks you. Tell your bladder it's my pleasure. Oh, and I saw you fix the paintings. We're gonna have to put you on payroll. Yeah? I'm pretty amazing. So hey, you were gonna say something before all that. Okay, wir können jetzt die Familie, die Bierempfehlung, Anmachsprüche oder den Misery Cult ansprechen. Wir gehen mal auf Familie. Those photos on the wall over there. Is that your family? Yep. All six of us, my poor mother. I love those goobers. Plus, I'm the oldest, so they have to do what I say. Ach so, wir können mehrere Sachen auswählen. Ja, dann Bierempfehlung. Recommend a beer for someone who hates the taste of beer. Handlebar cider. That's the max-ist thing on tap. How did you... It's my job to know the regulars. I'm the all-seeing eye of Lakeport, Vermont. You're starting to sound like one of those Abraxas guys. That dork-ass rich kid secret society? Bite your tongue. Ey, sag doch. So neureiche Kids, Abraxas und Vortex. Hört sich alles gleich an. Anmachsprüche. I gotta know what the deal is with the pickup lines. My buddy Henry and I were co-headlining a comedy night. Holy shit, you do comedy? And this is the first I'm hearing about it? Sorry. Listening quietly, please proceed. So the whole drive up, he's telling me the grossest pickup lines he can think of, trying to get me to squirm. Dumb. Bro shit. Anyway, it turned into a competition, which I won. Nobody knows grosser pickup lines than a small town lesbian.
And the competition turned into the chalkboard? So, give it a shot. What's the Uh-oh. Best pickup line you've got? Uh-oh. Hey, baby. I seem to have lost my number. Can I borrow yours? I like your enthusiasm. Oh my god. Das ist so cringe. Kringe! Misery Cult, reden wir mal. Wir müssen ganz schnell weg von diesem Anmachspruch-Thema. So, you're a Misery Cult fan? For sure. So cool that you know them. Ich kenne die Band nicht. Wir sind mal ehrlich. No, sorry. I actually had never heard of them until I read your rec on the whiteboard. Oh, right. You're not a Lakeport local, duh. Ich muss zurückspulen. I want to know. Misery Cult were the first band out of Lakeport to make it big. They kind of founded the Lakeport music scene. Und wie berühmt sind sie? What does make it big mean in this context? I mean, they got college radio airplay as far away as New Hampshire. So yeah, pretty big. Ja, ganz okay. Mir bleibt nichts anderes übrig, außer das zu sagen. Okay, hey. So, I was thinking that we should totally do something in Lakeport sometime. You could show off the local music scene. Oh, hell yeah. There's this band, Revenge Horse, that I've been meaning to check out. Based on that name alone, I'm 100% in. So, I like to make sure that boundaries get set early. So, zero pressure, either way. But, is this a date thing, or is this a friend thing? Bitte keine große Entscheidung. Bitte keine große Entscheidung. Oh, 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 oh. Fuck my life. Direkt verkacke ich hier. freundschaftlich. Aber sie ist ganz cool. Ich glaube, sie ist ganz cool. Wir geben ihr eine Chance. Ich meine, es ist ein Date, aber vielleicht ist es kein gutes Date. Aber sie wird safe enttäuscht sein, wenn ich jetzt nur freundschaftlich sage, oder? Vielleicht will sie aber auch kein Date. Ich sag mal Date, komm. Wir hauen raus. I was kinda definitely thinking a date thing. You're really fucking adorable. Na bitte. It's a date then. Cool. Läuft. Look at you, Max, doing normal people shit like some kind of healthy, productive member of society. How do you feel? I have no idea. The last 10 minutes are total blur. But Amanda's really cool. Ooh. Moses. That is Moses. Hey. Oh, how was the shoot? We almost died. We didn't almost die. Yeah, because I saved us. I deserve a medal. So what are we doing? The night's young. We should hang out. Just the three of us? There's a meteor shower tonight. I'm conducting research, but it could be fun with other people. You should come. Both of you. That's perfect. All we need is... Hold on. Was hat sie vor? She's a mile a minute tonight. She gets this way when she's in a good mood. Courtesy of Madame President, Mommy Dearest. Oh la la. At least until she remembers that I have her credit card. Shall we? Klar. Absolut, das ist sowieso voll die Säuferbande. Hier hat man nicht mal die Möglichkeit auszuwählen, ja oder nein. Die gehen direkt mit. Meteoritenschauer. Das könnte was Cooles werden. Give me the Cliff Notes version of what we're actually here to see. A bunch of little pieces of a shattered asteroid. From 11 million miles away. Cool. This is what I get for introducing you two.
Wow. So, should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? Not in our lifetime. And it'll probably disintegrate before it reaches the surface. All right, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Oh Gott. Das, was ich ohnehin getan hätte. Wir sind eine leibhaftige Fotografin. Also ja, ich mache Fotos. Oh, I'm documenting that shit. Can you imagine how cool an apocalypse photo set would be? Oh my God, this again? Nobody would see it. I'm telling you, art requires an audience. Otherwise, it's just... Okay, geez. Agree to disagree? Awful quiet over there, Murph. Don't want to weigh in? Oh, I wasn't listening. But, hey, looks like the equipment's working. Good. Eek, why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Angst, was zu verpassen. Du hast recht, das war eine furchtbare Idee, weil du eine gute Freundin bist. Ja, komm. Because despite your attempts to convince us otherwise, you're a really sweet person. And you wanted to spend time with us. Aww. Na, siehst du mal. Direkt das Herz bekommen. I brought cups. Figured that was better than passing the bottle around. Dann wird einem direkt auch warm. Alter, dieses Glas. Junge. This is the best you could do? I don't work in this building. Don't blame me for the astronomy department. Ist das eine Kloschüssel? Mine says, I'm the world's horniest grandma. Grab a mug, Max. Nö. Eigentlich Wodka, Toilette, Hot Chocolate. Das in der Mitte, so ein Becher hatte ich mal tatsächlich. Und ich mag Wodka, also let's go. Why not just come out and say it? Das hat ihm nicht gefallen? I have some good news. Was? It's big, but I can't tell you what it is. You can't tell us you have good news and then... I don't want to say anything else until everything is finalized. Mm-hmm. Mysterious. Well, whatever we're celebrating, I think it calls for a selfie. Oh, let me. I just got this camera and I want to get some good use out of it. Uh-huh. What should we say? Damn. I think I have hypothermia. Mess. Moses has hypothermia. Da war mein Gesicht drauf. I've got incoming. Wer ist denn? I'm gonna, you know, do my thing. Ja, mach mal dein Ding, was auch immer das ist. Good news, huh? You two and your secrets. How you ever hold a conversation with each other is beyond me. I'm dying to know what Sophie's good news is. Mit Moses reden. Maybe I can somehow convince her to spill. Nachricht von Reggie ansehen. Crosstalk. Post. Okay, wir haben jede Menge neuen Stuff bekommen, glaube ich. Und zwar Sammelobjekte. Observatorium, Aussichtspunkt. Habe ich das etwa verpasst? Ernsthaft? Ich habe das verpasst. Ups. Direkt verkackt, ey. Ich glaub's nicht. Nachrichten. Wer hat denn geschrieben? Reggie hat geschrieben. Und Mama und Papa. Mama und Papa? Okay. Wer ist Reggie? Reggie antworten. Okay, gleich. Wir gucken erstmal Mama und Papa. Wir sind unterwegs vom Flughafen. Okay, ich treffe euch dort. Du bist so schnell abgereist. Ist alles okay? Ja. Immer dieses Kurzangebundene schon wieder. Unsere Reise war toll. Wir lieben dich. Hier gibt es jetzt so viele Touristen. Das Geld verändert Arcadia Bay völlig. Du solltest das neue Schild sehen, das Joyce aufgestellt hat. Wir haben von deiner Ausstellung in Cleveland gehört. Was dagegen, wenn deine Mutter und ich dort aufkreuzen? Alter, schreib die auch mal zurück. Das ist ja schlimm. Hast du was Schönes geplant für deinen Geburtstag dieses Jahr? Alles Gute zum Geburtstag, Max. Wir lieben dich. Caledon muss dich ganz schön auf Trab halten, wenn wir
dich an deinem Geburtstag nicht erwischen können. Wir überlegen wegen einem Familienurlaub dieses Jahr. Wann fangen deine Winterferien an? Wir haben versucht, dich zu erreichen. Wir haben seit deinem Geburtstag nichts von dir gehört. Wir wollen bloß wissen, dass es unseren Mädchen da draußen gut geht. Sorry, ich werde versuchen, öfter anzurufen. Die Uni ist klasse, doch ich habe weniger Freizeit als gedacht. Aber mir geht's gut. Wir verstehen das. Sehen wir dich dieses Jahr zu Thanksgiving? Du hast am Telefon nicht so toll geklungen, Max. Ich war bloß heiser. Versprochen. Bist du dir sicher? Hast du mal drüber nachgedacht, mit jemandem über das zu reden, was mit Chloe passiert ist? Oha. Wir wissen, dass es Jahre her ist, aber sowas will man nicht unterdrücken und anstauen, weißt du? Mir geht es gut, wirklich. Hat Mark Jefferson in seinem Unterricht je etwas zu dir gesagt oder dir etwas getan? Nein, hört bitte auf, euch Sorgen zu machen. Ich bin bloß erkältet und er hat mir nichts getan. Uns fallen Dinge auf, Max. Jedes Mal, wenn wir über Arcadia oder die Vergangenheit reden, machst du dicht. Wir hätten dich nie nach Blackwell schicken sollen. Es ist nicht eure Schuld. Es ist auch nicht deine. Du kannst immer mit uns reden, über alles. Wir sind deine Eltern und wir lieben dich, Max. Bitte pass auf dich auf. Mann, das sind so gute Eltern. Alter, schreib den zurück. Verdammte Kacke, schreib den zurück. Wir werden Reggie antworten, aber nicht jetzt. Ich wollte reinschnuppern in das Spiel und ich bin begeistert. Es hat wieder das Feeling aus dem ersten Teil. Und ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und auch ihr seid hoffentlich gespannt, was da noch alles kommen wird. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.